Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ich stehe hier vor Sinn, um mir gleich live und in Farbe die neuen Sinnuhren des Sommers 23 anzuschauen. Ich bin super gespannt, wie sie mir live gefallen. Zu den Preisen äußere ich mich dann separat und hoffe, dass ich einige gute Aufnahmen der Sinnuhren bekommen kann, der 3356 sowie der Darmstadt. Mal schauen, wie sie live aussehen. Wie gesagt, ich bin wirklich gespannt und mit etwas Glück kriege ich auch ein paar O-Töne von Besuchern, sodass ihr nicht nur meine Meinung hört, sondern auch die Meinung von anderen unbedachten, unbedarften, nicht schon betriebsblinden Kunden von Sinn. Von den vier Neuerscheinungen des Sommers 23 ist die Darmstadt wohl die außergewöhnlichste, weil sie eben nicht ganz so typisch Sinn ist und trotzdem hat sie ganz viel Sinn-DNA mit dem D3-Drückersystem, mit einer geringen Bauhöhe von nur 9,1 mm, 39 mm im Durchmesser und einem Erscheinungsbild, was in gewisser Weise an die Finanzplatzuhren erinnert und trotzdem extrem eigenständig ist. Die Darmstadt ist ein Sondermodell in Erinnerung an die Matildenhöhe in Darmstadt, Weltkulturerbe, und sowohl die Zeiger als auch der Fünf-Fingerturm auf der 6-Uhr-Position sowie die Symbole auf dem Rotor erinnern an die Matildenhöhe in Darmstadt. Die Uhr war auf 100 Stück limitiert und war direkt ausverkauft, also direkt innerhalb von sehr kurzer Zeit, sodass sie jetzt bei Sinn direkt nicht mehr verfügbar ist. Ich persönlich fand die Uhr von den Katalogbildern her, wie soll ich mal sagen, durchwachsen. Als ich sie dann live gesehen habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, hat sie mich in gewisser Weise eingenommen, weil alles an der Uhr stimmig ist. Man muss vielleicht nicht jedes Detail mögen, jedes Element. Man kann vielleicht mit Gold auf Schwarz nichts anfangen. Vielleicht mag man den goldenen Rotor nicht. Vielleicht mag man auch die Zeigerform nicht. Alles das ist natürlich Geschmackssache. Die Uhr als solche ist aber sehr stimmig und trägt sich auch durch die Größe von 39 mm und dem sehr geringen Bauhöhenanteil von 9,1 mm wirklich sehr angenehm. Und auch die Tatsache, dass die Limitierung von 100 Stück sehr schnell ausverkauft war, zeigt, dass diese Uhr tatsächlich ihre Liebhaber gefunden hat. Ich persönlich hätte sie mir nicht gekauft, obwohl sie mit geringer Bauhöhe, geringem Durchmesser und einer ansprechenden Wasserdichtigkeit von 100 Meter eine vollkommen alltagstaugliche Uhr ist. Alleine aus dem Grund, dass ich mit Darmstadt und der Matildenhöhe nichts habe, was mich unmittelbar damit verbindet, sodass diese Uhr für mich irgendwie nicht gepasst hätte. Vom Modell her, von der Bauhöhe, von den Spezifikationen. Richtig klasse. Die anderen neuen Modelle von Sinn, die hätten mich theoretisch durchaus mehr angesprochen. Und zwar handelt es sich hierbei um drei neue Uhren aus der Modellreihe 356 Flieger von Sinn. Wir haben einmal das weiße Modell, wir haben die Classic Jubiläum und wir haben die Classic ASE. Drei neue Modelle mit einem für die 356 typische Gehäusegröße von 39 oder 38,5 mm. Zwei von den Modellen werden standardmäßig mit Plexiglas ausgeliefert, eines mit Saphirglas. Wir schauen sie uns im Detail an. Die Fliegerklassik ASE mit dem Degradéblatt finde ich persönlich wunderschön. Durchmesser 38,5, Bauhöhe 15,6. Aber durch das gewölbte Plexiglas nicht so auffallend. Der Preis ist eine Ansage mit Stahlband
und Saphirglas, so wie ich sie mir bestellen würde, sind wir deutlich nördlich von 3000 Euro. Das finde ich schon eine wirkliche Ansage, auch wenn mir die Uhr sehr gut gefällt. Diese Uhr wäre jetzt nicht meine allererste Wahl bei den neuen Uhren, aber ich weiß, dass sie richtig viele Freunde gefunden hat und mit dem geringen Durchmesser auch an wirklich kleineren Handgelenken sehr gut tragbar ist. Die Uhren von Sinn, zumindest diese Modelle, haben alle sehr fette Lederbänder spendiert bekommen, richtig dick. Also das passt super gut zu der Uhr und auch super gut zu dem etwas Vintage-Charakter. Was ich ebenfalls sehr schön finde, ist, dass die Leuchtmasse auf Zeigern und Ziffern sehr gut gewählt ist. In diesem Fall auch fantastisch passend zur Bandfarbe. Mir gefällt auch der Verlauf der Farbe auf dem Ziffernblatt sowie die schwarzen Totalisatoren. Insgesamt wirklich eine richtig tolle Uhr, wie auch die anderen beiden Modelle von Sinn mir sehr gut gefallen. Mit dem Preis, muss ich gestehen, hadere ich wirklich etwas, weil für eine Uhr, die wirklich klasse aussieht, völlig unbenommen, aber ein Standardwerk drin hat, 3000 Euro, da muss ich mehr als einmal drüber nachdenken. Das nächste Modell von Sinn ist die Flieger Classic W für Weiß. Und hier sieht man, wie viel ein Stahlband bzw. auch eine Ziffernblattfarbe ausmacht. Ist die Uhr mit dem Degradéblatt noch sehr vintage und rustikal gewesen, haben wir hier eine Uhr, die sehr technisch anmutet, sehr kühl und trotzdem in sich wieder hervorragend stimmig. Mit den schwarzen Totalisatoren und dem weißen Blatt gefällt mir das richtig gut. Durch die schwarzen Totalisatoren und die weiße Leuchtmasse auf den Zeigern ist die Uhr auch sehr gut ablesbar im Bereich der Totalisatoren. Die Zeiger sind dankenswerterweise schwarz umrandet, sodass sie auch auf dem weißen Blatt hervorragend ablesbar sind. Auch diese Uhr kommt standardmäßig mit einem Acryl- oder Plexiglas. Es gibt eine aufpreispflichtige Saphirglas-Option. Das Saphirglas als optional Aufwerten der Uhr schlägt mit 500 Euro zu Buche. Ja, es ist ein gewölbtes Glas. Ja, gewölbte Saphirgläser sind aufwendig und teuer herzustellen. Aber 500 Euro für dieses Upgrade halte ich persönlich für eine sehr, sehr sportliche Ansage. Jetzt kommen wir zu der 356 Classic Jubiläum. Diese ist limitiert und ist für mich persönlich die schönste in diesem Dreiergespann. Der Sinnschriftzug ist appliziert und aufgesetzt. Die Zeiger bzw. der Zeigerrahmen ist stahlpoliert. Die Leuchtmasse ist weiß und passend zu den arabischen Ziffern. Alles in allem ist das für mich die schönste Uhr. Sie wird standardmäßig schon mit Saphirglas ausgeliefert, hat zwei Lederbänder dabei. Eine Stahlbandoption wird auf der Sinn-Webseite nicht angeboten, aber man kann das Stahlband ja separat bestellen und dann liegt man irgendwo im Bereich um 3200 Euro. Und auch das finde ich eine ziemliche Ansage, zumal auch nur in Anführungsstrichen der Sinn-Schriftzug appliziert ist und aufgesetzt. Die Ziffern 1 bis 12, mit Ausnahme der 3 und der 9, wo die Totalisatoren sind, sind nur gedruckt und nicht appliziert. Ich finde die Uhr wunderschön. Da muss ich überhaupt nicht drüber reden. Auch den abgerundeten Boden, wie bei den 356 Modellen, beziehungsweise hier nicht ganz abgerundet durch den Glasboden. Alles klasse. Wunderschöne Uhr. Aber preismäßig werden wir, also die Uhr und ich, wohl nicht zusammenfinden. Ja, ich habe es leider nicht geschafft, O-Töne zu bekommen. Keiner wollte vor der Kamera mit mir sprechen, sodass ihr nur meine eigene Meinung hört. Aber
Die Uhren sprechen ja in gewisser Weise auch für sich selber. Ja, das war's. So viel zu den neuen Sinnuhren. Ich persönlich habe meine Meinung gesagt. Ich bin super gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und falls noch nicht geschehen, abonniert meinen Kanal. Wenn ihr meinen Content mögt, dann könnt ihr über ein Abo sicherstellen, auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf die nächsten Videos. Tschüss, euer Axel.